If I left any pain or sense, and you tell your friends and you hold your hands, maybe never mind, maybe never mind, never mind. If I left any pain or sense, and you tell your friends and you hold your hands, maybe never mind, maybe never mind, never mind. Ready now, ready now. I ain't gonna fall back now. No. All right, I'm taking on, taking on me, taking on me. Kann nicht schlafen, Arbeit ist auch scheiße. Marinelli, wo bist du? Oh, Emilia. Guten Tag, der Prinz. Ich habe das Gemälde von Ihrer Frau. Okay. Ich habe auch noch ein zweites von Emilia. Aha. Galotti? Oh, her damit. Nehmen Sie so viel Geld, wie Sie wollen und verschwinden Sie. Hallo Prinz, Gräfin Orsina ist wieder in der Stadt. Gräfin Orsina, meine Ex? Wie Ihre Ex? Ja, ist auch nicht so wichtig. Gibt's sonst noch was? Graf Abiani heiratet. Wen? Emilia Galotti. Wie, Emilia Galotti, was? Soll ich die Heirat verhindern? Ja, bitte. Ich gehe noch mal schnell in der Kirche gucken, ob sie da ist. Hallo Claudia. Hallo Odoardo. Wie ist es zu Hause? Hier ist alles super. Und wo ist Emilia? Die ist in der Kirche. Alleine? Während Odoardo und Claudia streiten, erzählt Pyro Angelo dem Mörder, dass die Familie gleich zur Hochzeit aufbricht. Oh mein Gott, Mama, du glaubst ja nicht, was mir eben in der Kirche passiert ist. Der Prinz hat mich angesprochen. Du bist weggegangen, das hast du gut gemacht. So, jetzt mach dich fertig für die Hochzeit, Schatz. Guten Tag. Guten Morgen, Marinelli. Der Prinz möchte Sie auf eine sofortige Mission schicken. Wie auf eine sofortige Mission? Ich heirate heute. Ja, die Emilia, die läuft Ihnen doch nicht weg. Wollen Sie etwa meine Emilia beleidigen? Nein, wieso? Tschüss. So ein Idiot. Und dann hat er die Mission abgelehnt und mich auch noch dumm angemacht. Das war sowieso ein dummer Plan. Wie, was soll das denn heißen jetzt? Und was machen wir jetzt? Oh, was war das denn? Hoffentlich ist im Grafen Appiani nichts passiert. Und, Auftrag ausgeführt? Jawohl, Graf tot. Okay, hier Ihre Belohnung. Oh, was ist denn hier los? Wo ist denn meine Mutter? Beruhigen Sie sich erstmal, der Prinz kümmert sich um Sie. Wie, der Prinz? Ich will aber zu meiner Mama. Ja, gehen Sie doch erstmal rüber, die kommt gleich. Okay. Wo ist meine Tochter Emilia? Ich will sofort zu ihr. Die ist gleich drüben beim Prinzen. Haben Sie sich nicht heute Morgen mit dem Grafen gestritten? Nein, das kann nicht sein. Und wie heißen Sie bitte? Marinelli. Marinelli, das waren eben seine letzten Worte. Sie sind der Mörder. Mörder. Nein, ich? Das kann nicht sein. Der Graf ist tot und die Mutter denkt, Sie waren es. Aber das stimmt doch gar nicht. Das habe ich doch gar nicht befohlen. Naja, eigentlich haben Sie es schon befohlen. Ach, so ein Scheiß stimmt gar nicht. Naja, schon. Oh nein, da kommt Orsina. Ich bin nicht zu Hause. Wie nicht zu Hause? Nicht für deine Orsi? Sorry, ich bin beschäftigt. Ich bin nicht alleine. Wie nicht alleine? Wer ist bei ihm? Emilia Galotti. Das war ja wieder klar. Kaum ist der Graf tot, macht er sich an seine Ex ran. Der Prinz ist ein Mörder, der Prinz ist ein Mörder. Oh, Entschuldigung, meine Schuld. Wo sind meine Tochter und meine Frau? Ja, die sind hier direkt nebenan. Ja, dann holen Sie sie. Ja, aber reden Sie nicht mit dieser Frau, die hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ach, sie armer Mann. Warum denn armer Mann? Erst ihr Schwiegersohn tot und jetzt ihre Tochter. Was ist denn mit meiner Tochter? Sie hat sich heute Morgen mit dem Prinzen in der Kirche verabredet. Oh nein, und ich habe meinen Dolch vergessen. Hier, nimm sie meinen. Danke. Eduardo, bist du ja endlich. Du hast dich Emilia heute mit dem Prinzen in der Stadt getroffen? Ja. So, ihr fahrt jetzt mal nach Hause. Ah, schönen guten Tag, Herr Galotti. Schön, Sie zu sehen. Ja, wo ist meine Tochter? Die ist gleich nebenan, die kann ich direkt holen. Ich möchte sie in ein Kloster schicken. Wie in ein Kloster? Das können Sie nicht. Nein, die ist doch viel zu schön dafür. Marinelli! Ja, wir müssen sie noch für eine Aussage hier behalten.
Was für eine Aussage. Ja, wegen dem Mord an den Grafen. Wir glauben, das war ein Nebenbuhler. Ach, nee. Ja, ein Nebenbuhler. Und dann bringen wir sie im Hause des Grimaldi unter. Das ist mein Kanzler. Ich protestiere. Ich möchte sofort mit meiner Tochter sprechen. Ja, na klar können Sie das. Warten Sie einen Moment. Geil. Oh, hallo Papa. Hallo Emilia. Du bleibst in der Höhle des Löwen, in den Fängen deines Entführers. Der Prinz will dich jetzt auch noch in das Haus des Grimaldi bringen. Oh nein, wie schrecklich. Was mache ich denn, wenn er mich verführt? Ich bin doch viel zu unerfahren. Gib mir mal bitte den Dolch. Bitte. Wie nein? Hier bringt sich heute keiner um. Emilia!